Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ruina. Und wer es beim letzten Mal nicht mitbekommen hat, die Probleme mit dem PlayStation 4 Controller sind ganz einfach zu lösen, indem ihr einfach DS4, falls ihr es denn installiert habt, den Treiber deinstalliert bzw. das Programm stoppt. Dann funktioniert es und habt auch keine Probleme mehr im Menü und könnt mit eurem PlayStation 4 Controller loslegen. So, aber wir müssen jetzt hier loslegen und unseren Bruder finden. Eine Art Fertigungsstraße, was die hier wohl herstellen. Bis auf die Maschinen ist hier merkwürdig leer, findest du nicht auch? Ja. Und die Gegner und so? Sehr, sehr merkwürdig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe aber auch noch nicht komplett zusammengebaut. Nee, ist aber auch noch nicht komplett zusammengebaut. Wer weiß, was Heaven hier wieder treibt. Nichts Gutes. Oh, hallo. Boah, der hat komplett zerfetzt, der Typ. Nee, ich will den Brandstifter nicht. Ich mag die Waffe, die eigentlich ich habe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay, Moment, warst du das hier etwa? Boah. Alles nur für ein paar Erfahrungspunkte. Ich habe gerade eine Vulkankanone. Ich glaube, den Sub-Zero brauche ich nicht. Obwohl. Ah, hin und her gerissen. Ne, ich mag die. Sagt er, es ist niemand stressig, wenn man seine Arbeit liebt. Ja, doch ich bin darauf programmiert, das zu sagen. Macht Sinn. Er weiß immer noch nicht, was passiert ist. Puh. Nö, das hört sich nicht so gut an. Verdammt, meine Waffe ist kaputt.
glaube, da muss ich meine Waffe doch mal eben wechseln. Mutter, einen Schritt weiter. Und du bist nur noch Asche. Okay, ich muss gegen Mom kämpfen. Hello? Ich glaube, die ist jetzt nicht so... Boah, mit der kann man bestimmt nicht reden. Kann ich noch was eintauschen? Verfügbare Skillpunkte 1. Hallo! Zielgesichtet implementiere Verteidigungsprotokoll. Kein Scheiß, schlachten wir den Fleischkloß. Den Schild hoch, schnell! Okay. Ich habe mein Schild aktiviert. Oh, ich bin tot. Oh, die ist echt übel drauf. Mein Gott. Ich kann hier nicht weg. Okay, wie können wir die blocken? Oh, Gott sei Dank, Mother ist Geschichte. Repair Mode. Himmel, was für ein Miststück. Finde ihre externe Energiequelle, während sie sich im Reparaturmodus befindet, und schneide sie von ihr ab, weil ich... Okay. Okay, Yoshi wird mir wahrscheinlich nicht helfen können.
Au. Da ist sie, Engel, Mutters Unterstützungseinheit. Mach sie platt, bevor sie sich erholt. Erklärung. Das Hansa-Gelände ist eine von Heavens wichtigsten Einrichtungen. Kein Wunder, hier werden die Engel gebaut. Und die sichern hier alles ab. Siehst du das rote Auge formen? Triff es, bis der Engel überhitzt und Kerne spuckt. Zerstöre die Kerne, damit sie nicht abkühlen und vom Engel reintegriert werden. Triff das Auge, zerstöre die Kerne, töte den Engel. Erledigt. Viel Spaß, du guter Junge. Warum? Wieso? Hier ist das Auge. Das muss ich treffen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Was ist denn das hier für ein Ding? Achso. Ah, okay, verstehe. Wo sind die Cores? So, Mädchen. Bereich erledigt. Awesome, sagt sie. Autsch. Gut, einer weniger, doch es gibt noch einen weiteren Schutzengel. Finde ihn und vertrimm ihn ordentlich. Ich freue mich. Was hat er denn hier? Granatwerfer. Hallo Yoshi. Ah, sie machen also die ganze Unordnung. Ah, jo. So, 4 Skillpunkte. Erhöhe die maximale Gesundheit um 25. Ist erstrebenswert, ne? Der Kugel kann man spielen. Auge. Nun gut, suchen wir mal das nächste Moped. Engel Nummer 2 erledigen. Ha, da bist du ja, Kollege.
Hostiles remaining. So, was ist mit Mom? Ist kaputt? Ist kaputt. Mutter erledigen. Tolle Waffe. Hey Mom. Och nö. Spielstunde ist rum, du Made. Now burn. Okay. Ach Mom, muss das denn sein? Okay, was ist jetzt los? Trafficking, du Idiot. Zerstörst meine Fabrik, du bist doch nur ein Helfershelfer. Verschwinde ganz schnell oder das hier endet böse für dich. Dieser alte Widerling ist Trafficking. Er ist der Kopf der Anlage. Er wird uns alle möglichen Sicherheitseinheiten auf den Hals hetzen. Dein Bruder ist irgendwo in dieser riesigen Fabrik. Finde ihn, Welpe. Okay. Ja, Bruder finden, macht schon Sinn. Nur, wie geht's jetzt hier weiter? Geht's ja auch nicht lang. Uah, mitten reingelaufen. Oh, da geht's weiter. Okay, dann machen wir jetzt einen kurzen Break. Jetzt weiß ich ja, wo es weitergeht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!